Mitte 2019 hat sich Leica dazu entschieden, hier in Stuttgart den ersten Flagship-Store zu eröffnen. Flagship Store bedeutet, dass es ein Store ist, wo die komplette Produktpalette zu sehen ist. Sei es Sportoptik, Kameras, Objektive und natürlich auch ein Riesenvorteil hier in Stuttgart, das Konzept Galerie. Das heißt, wir stellen hier alle 3 Monate Künstler aus, Fotografen, die mit Leica zusammenarbeiten. Das heißt, die Kunden haben die Möglichkeit, sich die Kameras anzuschauen und dann gleichzeitig dann die Erzeugnisse und die Ergebnisse sehen, was diese Kameras auch tatsächlich leisten können. Wir haben hier alle Objektive da, alle Kameras da, das heißt, man kann mit einer Speicherkarte vorbeikommen, die Kameras testen auf Herz und Niere, Fragen stellen und einfach über Fotografie reden. Was für Erfahrungen hat man in der Fotografie, sei es jetzt, man hat ein neues Objektiv gekauft oder eine neue Kamera und möchte einfach da seine Geschichten und Erfahrungen teilen. Das ist so eine Art Kundenbindung, die man sich wünscht, auch für sich selber reinzukommen und abgeholt zu werden und sich einfach wohlzufühlen. Als Store ist es hier wichtig, auch den lokalen Bezug zu schaffen und auch die jungen Fotografen oder auch die älteren Fotografen, die schon Jahrzehnten unterwegs sind, dass man die in Events wie Talk im Stores zusammenholt und dann über die verschiedenen Themen der Fotografie spricht. Was uns auffällt, ist, dass immer mehr jugendlichere Fotografen auf das Thema Analog wieder anspielen und dann vorbeikommen und sagen, hey, könnt man mal mit einer M6 fotografieren, habt ihr eine M6? Der Secondhand-Bereich ist bei Leica eine sehr attraktive Geschichte, da wir seit 1954 dasselbe Bajonett bei der M-Kamera haben. Das heißt, dass wir die Objektive seit 1954 bis heute und auch die alten, die neuen an jeder Kamera perfekt funktionieren. Die Leica Galerie in Stuttgart möchte eine Plattform für vielfältige Fotografie bieten. Das ist zum einen der junge Fotograf, der sich etabliert, der vielleicht noch gar nicht so bekannt ist und aber außergewöhnliche Fotografien bereits geschaffen hat. Dann aber natürlich auch die altgedienten Hasen, sage ich jetzt mal, die schon viele Ausstellungen hatten, aber die noch nicht hier in Stuttgart die Möglichkeit hatten, ihre Bilder zu präsentieren. Es ist natürlich schon fantastisch zu sehen, was zu welchen Epochen mit den Leica-Kameras fotografiert wurde. Wir haben jetzt im Moment eine Ausstellung mit Elliot Erwitt. Da ist alles analog fotografiert. Der hatte kein Display, um zu sehen, was auf dem Bild drauf ist. Und die andere Welt ist dann die heutige Fotografie, die digitale Fotografie, in der die Fotografen so viele Möglichkeiten haben, ihre Bilder auch noch zu verändern. Und dieses Wechselspiel, diese Geschichte der Fotografie, die sich hier in der Galerie dann präsentiert, das ist etwas, das mich fasziniert und das möchte ich natürlich auch dem Besucher präsentieren. Wir haben hier in Stuttgart eine sehr ausgeprägte Fotoszene, die aber vielen gar nicht so bekannt ist. Und wir werden in der Zukunft auch immer wieder Wert darauf legen, dass es Fotografen aus der Region sind, die wir hier ausstellen. Wir hier im Leica Store in Stuttgart, wir lieben die Fotografie, wir leben die Fotografie. Und das ist, denke ich, was auch die Firma Leica widerspiegelt.